Hallo und willkommen zu Leg Nummer 27 der VfR-Welttour. Heute geht es von El Viga nach San Cristobal. Ist nur kurzer Flug von in Venezuela von gerade mal 58 Meilen. Wirklich mal was Kurzes. Und fliegt, das sage ich eigentlich, wie auch von hier, von dem Flugplatz, zum nach Lima, Foxtrott Alpha, La Fria und dann nach Luja und dann direkt zum Flugplatz rein. Ich habe das letzte Mal etwas gelernt und mal auf 10.000 geplant. Mal schauen, ob das reicht oder ich dann noch höher steigen muss. Gunnar hat sich gerade geändert mit war bei einer Minute, ein, zwei Minuten war schon auf 0105, aber egal. Und der Allwasser finde ich auch nicht so viel Unterschied, aber trotzdem habe ich lieber richtig. Wind 250, nee, 210 mit 7 Knoten, also 27. Wobei ich jetzt das mir auch von dem Flugplatz nicht in Kamen eingetragen habe, als Wegpunkt. So lässt sich der Licht richtig an, so wie die gehören.
Hier der Kurn H aktuell ebenfalls 1014. Und von Wind her aktive Piste 2,0. Das heißt, müsste im Norden landen. Ja, ich müsste den Nordbahn sein. Ja, dann 02, 06, dementsprechend ja Norden, genau. Also dann passt das ja perfekt, dass ich sowieso aus dem Norden reinkomme. So, ich hoffe, dass es sich ausgeht, weil ich sehe ja gerade gar nichts in den Wolken.
da in unserem Tal der Flugplatz befindet, gesetzt zum Autopilot auf. Davon ist auch schon der Flugplatz. Aber hier, wer hat das die Pommes so blöd über genau an der Bindeschwelle hingestellt? Oder hier die Häuser, wieso man genau an der Bindeschwelle? Wie soll man das auf Landen eigentlich? Wenn man schön spielt, kann man sich durch die Gebäude hier oder hier durch den Wald auf der anderen Seite. Na gut, es wird schon einen Grund geben dafür bestimmt. Dann bedanke mich fürs dabei sein. Das war's jetzt auch schon mit Venezuela gewesen. Als nächstes geht es wieder nach Kolumbien rüber. Also dann bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Ciao.